Tanzmarathon der Musikschule Stadt Leverkusen mit einzigen Ohren unserem Preisträger, die meisten werden ihn erkennen, von 2019. Vielen Dank für das tolle Intro. Wir hören uns ja gleich nochmal wieder. Ja. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Richard, sehr geehrter Herr Landtagsabgeordneter Scholz, ich bin auch gesehen, herzlich willkommen. Sehr geehrte Damen und Herren aus Rat und Verwaltung der Stadt Leverkusen, sehr geehrter Herr Uedelhofen und vor allen Dingen sehr geehrter Herr Fass, Monsignor Teller und liebe Gäste der Löwenpreisträger 2020 und 2021. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie aufs Herzlichste und es tut richtig gut, wieder hier zu sein. Als erstes, lieber Herr Oberbürgermeister Richard, meinen herzlichen Dank, dass wir hier im wunderschönen Spielsaal sein dürfen. Wir hatten im Laufe der letzten zwei Jahre wiederholt Termine, insbesondere für die Löwenverleihung an Herrn Fass, gefunden, die wir aber den äußeren Umständen, sei Dank, immer wieder canceln mussten. Umso mehr freue ich mich, Sie im Namen des Vereins Wir für Leverkusen, ein starkes Stück Rheinland, auch im Namen meiner Vorstandskollegen Susanne Trösser, Michael Wilde und Udo Reuenbach zur Verleihung der Löwen 20 und 21 begrüßen zu dürfen. Lassen Sie uns diese Feierstunde in erster Linie auch als ein Signal des Aufbruchs verstehen, dass wir alle mit Zuversicht und Freude so manchen Leverkusener nach langer Zeit endlich einmal wieder persönlich sehen und sprechen können und den heutigen Tag genießen. Zwei Löwen an einem Ort. Kann das gut gehen? Schließlich haben wir das hier seit Beginn der Löwenverleihung 2006 noch nie. Doch laut deutschem Tierlexikon können wir uns dieser Aufgabe getrost stellen, da es nicht unüblich ist, dass in einem Rudel mehrere männliche Löwen miteinander leben. Und das war mir dann als Aussage auch genug. Und ich bin mir sicher, sehr geehrte Frau Ahrens, Ihrem Mann hätte es durchaus auch gefallen, wenn in einem Jahr gleich zwei seiner Skulpturen mit den verdienten Preisträgern, den von ihm geschaffenen Löwen, in den Händen halten dürfen. Liebe Frau Ahrens, herzlichen Dank, dass wir Jahr für Jahr den Löwen verleihen dürfen. Und herzlichen Dank, dass Sie mit Ihrer Anwesenheit diesen Preis so aufwerten und damit auch das Ansehen Ihres Mannes. Mein Dank geht natürlich auch an unseren großzügigen Sponsor, die VR-Bank Bergisch Gladbach Leverkusen. Sehr geehrter Herr Uedelhofen, schön, dass Sie hier sind und schön, dass Sie die 5.000 Euro pro Preisträger mitgebracht haben und den Preis damit auch maßgeblich aufwerten. Die Verdienste unserer Preisträger wird an dieser Stelle gleich unser Oberbürgermeister sowohl für Herrn Fass als auch für Monsignore Teller halten. Zwei Anekdoten seien aber hier von mir erwähnt. Als ich Herrn Fass über die Entscheidung der Jury informierte, dass er den Preis 2020 verliehen bekommen soll, war im Raum erst einmal eine sehr lange Stille. Und dann kam die kurze und knappe Frage, warum? Und bei Heinz-Peter Teller erwähnte ich in unserem ersten Gespräch nach der Juryentscheidung den normalen Ablauf unserer Veranstaltung und stellte ihn frei, seinen Laudator, falls er möchte, selbst aus seinem privaten Umfeld auszusuchen. Und dabei erzählte ich, dass einer unserer Preisträger
einmal seinen Schwiegervater als Wunschlaudator ausgesucht hatte. Du erinnerst dich? Tellers trockene Antwort: Oh, das wird bei mir schwer. Mit dem heutigen Tag kehrt auch für unseren Verein hoffentlich etwas mehr Normalität zurück. Wir sind mit unseren Aktivitäten eigentlich etwas mehr auf Präsenz angewiesen. Aber wir haben in den letzten Monaten dennoch nicht die Hände in den Schoß gelegt. Stadtrundfahrten, denen wir ja sehr stark sind, waren bis vor kurzem praktisch nicht möglich. Also haben wir vieles auf das Medium Film gesetzt und versucht, in der Reihe Lev mal anders schöne Einblicke und Bilder dieser Stadt zu transportieren. Und es gibt mittlerweile einen kleinen Shop, in dem man die Filme, eine Homebox und auch die Powerbank erwerben kann. Schauen Sie diesbezüglich einfach in unserem seit wenigen Tagen freigeschalteten neuen Internetauftritt www.wir-für-lev.de rein. Dort wird es künftig, wie auch in den sozialen Netzwerken, immer wieder aktuelle Informationen über unsere Vereinsarbeit geben. Zu finden sind dort auch die ersten Stadtrundfahrten, die wir in diesem Jahr jetzt mit 3 bzw. 2G-Regeln anbieten konnten. Und es hat uns wirklich sehr gefreut, dass die erste Tour dieses Jahr überhaupt mit den 28 Auszubildenden der Stadtverwaltung Leverkusen durchgeführt werden konnten, von denen mehr als die Hälfte nicht aus Leverkusen kommt. Und so konnten wir hoffentlich dazu beitragen, dass diese jungen Menschen gleich zu Beginn positive Eindrücke aus unserer Stadt mitgenommen haben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Ideen für die Weiterentwicklung unseres Vereins und die Ideen für Preisträger werden uns bestimmt nicht ausgehen. Und deswegen in diesem Sinne, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Genießen Sie jetzt den weiteren Verlauf und nehmen sich nachher noch ein paar Minuten Zeit für Gespräche unter guten Bekannten. Herzlichen Dank. Und Herr Oberbürgermeister, ich darf Sie nun bitten, die Laudatio als erstes für Herrn Fass zu halten. Danke. Es ist für mich auch eine Premiere, 2 Preisträger heute hier in diesem wunderschönen Raum zu haben. Deshalb auch eine große Ehre und Ehren. Vielen Dank nochmal für die beiden Löwen, auch eine sehr große Tradition eines großen Künstlers. Deshalb noch nichts mit meiner Anerkennung. Lieber Bernd Fass, liebe Frau Fass, werte Anwesende, ich habe mich sehr gefreut, dass das Kuratorium des Vereins Wir für Leverkusen, ein starkes Stück Rheinland e.V. im Sommer 2020 einstimmig beschlossen hat, ihm den Leverkusener Löwen zu verleihen. Dass die Verleihung angesichts der Corona-Situation dann nur ganz informell im kleinsten Kreis begangen und die große Feier um ein Jahr verschoben wurde, wird dabei sicherlich ein Wermutstropfen. So habe ich in diesem Jahr aber die Gelegenheit, 2 Preisträger, wie eben schon erwähnt, hier in dem wunderschönen Spiegelsaal ehren zu dürfen. Lieber Bernd Fass, lieber Bernd, Frau Fass, wir kennen uns nun seit 6 Jahren und der Preis ist für Menschen, die sich um die Stadt Leverkusen verdient gemacht haben. Und Anfang meiner Amtszeit, wir haben uns wenig gekannt, habe ich den Mann Bernd Fass kennengelernt. Mir ist sehr wichtig, Menschen, die viel in dieser Stadt bewegen, sehr starke Persönlichkeit darstellen. Und du bist diese starke Persönlichkeit, nicht nur das, was du gemacht hast im Bauverein, sondern auch für die Stadtgesellschaft. Und wir reden ja viel heutzutage über das Thema Wohnungsbau, das Thema, wie weit entscheidet quasi, wenn Sie eben gesagt haben, wir haben hier, dass wir auch Auszubildende eine Stadtrundfahrt machen. Umso wichtiger ist es natürlich den jungen Menschen auch, wenn sie nicht aus Leverkusen oder wenn sie aus Leverkusen kommen, um hier eine Wohnung zu besorgen. Das Thema, Bernd, hast du sehr, sehr früh schon gesehen, dass es eine große Herausforderung ist. Und dass man dieser Herausforderung, und das ist der genossenschaftliche Ansatz, wie sonst bist du in Genossenschaft als Geschäftsführer, nämlich zu erkennen, dass es doch eine große, große Verantwortung, eine große soziale Verantwortung, aber eben auch eine menschliche Verantwortung steht. Und das hast du zu 100% erfüllt. Eine alte Tradition, eine alte Genossenschaft, viele alte Häuser. Und ich weiß immer,
wenn ich mit dir unterwegs war, mir die Häuser angeschaut habe, mit welcher Sensibilität du auch diese Häuser immer wieder saniert hast. Und das trägt wir für Leverkusen ganz stark. Nämlich wenn wir Stadtrundfahrten machen, machen wir die Stadtrundfahrten da, wo auch die wirtschaftlichen Häuser sind, mit ganz vielen glücklichen Mieterinnen, mit vielen glücklichen Familien. Wir selber Handballer spielen mit ganz vielen Dachdeckern zusammen, das weiß ich genau, dass nämlich der Van Fass und der Bauverein Garant dafür sind, nämlich für eine kommunale Wirtschaft, die auch wieder wächst, also wieder junge Leute, die ausgebildet werden, die auch wieder Häuser bauen, die Kinder zur Schule gehen. Also das ist das, was die runde Sache ausmacht. Aber das hat Van Fass mir auch immer wieder gesagt. Wir leben in einer Stadt in einer Hochverdichtung. Und deshalb geht es natürlich auch darum, weitsichtig zu sein, weitsichtig zu agieren. Nicht in der Sanierung, sondern auch zu schauen, wie kriegen wir Flächen, wie kriegt der Bauverein Flächen organisiert, um nämlich eins neu zu bauen. Und das ist, glaube ich, das Wesentliche an Van Fass, den strategischen Ansatz. Genau zu erkennen, erkannt zu haben, wo der Bauverein letztendlich Veränderungen eintreten lassen kann, wo alle Gebäude abgerissen werden können, wo wir Sachen verdichten können und das auch mit einer ganz hohen architektonischen Güte. Das ist mir auch wichtig, wir wissen auch, wir leben in einer Demografie, viele Menschen sind nicht mehr in der Lage, auch in gut sanierten Bürowohnungen aus dem vierten Stock runterzukommen. Das ist die soziale Verantwortung, das haben wir immer wieder gesagt, da müssen wir ran. Und deshalb unheimlich von der Landesbauverordnung, weil das finde ich immer sehr, sehr wichtig, nämlich das Zentrum letztendlich weiter zu bewegen. Und da bist du mutige Schritte angegangen. Mutige Schritte, muss ich sagen, ich kenne eine Sache mit der Kempschen Straße, muss ich hier einfach mal erwähnen. Das war eine klassische Baulücke. Das ist ja kein Parkplatz und wir fahren das Thema Mobilität und das, da müssen wir was machen. Und der Weitblick war nicht nur auf diese Baulücke, sondern auch die Deutsche Bank, das ganze Areal. Und das sind die Quartiere, wenn wir in die Städte reinschauen, in anderen Städten, das sind die lebendigen Sachen, wo Hofkulturen gelebt werden, wo Gemeinschaften gelebt werden. Und das trägt auch wieder wir für Leverkusen, deshalb ist der Preis genau an der richtigen Stelle bei dir und natürlich dem Bauverein. Bauverein hat mittlerweile Alexander Dierichs, beide zusammen, beide Geschäftsführer, wir sind fast bei 2000 Wohnungen, oder über 2000 Wohnungen? Ja, mit Gewerbe. Mit Gewerbe, ja. Ich zähle mit. Die Grundlagen hast du in deinen Jahrzehnten gelegt, wie du im Bauverein als Geschäftsführer tätig bist und berätst ja weiter. Was auch wichtig ist, du hast immer soziale Verantwortung übernommen. Gerade auch nicht nur Ortplan, sondern ich kann mich daran erinnern, wir hatten eine schwere Situation gehabt, es ging um viele Wohnungen in Wissdorf auf der Karl-Leverkus-Straße und auf der Kaiserstraße, 64 Wohnungen, die in der Veräußerung waren, also ein Gebiet, wo der Bauverein an sich gar nicht war. Und das ist die gesamtstädtliche Verantwortung. Dass du sagst, das machen wir, das packen wir an und die erwerben wir. Deshalb meinen herzlichen Dank dafür und natürlich Unterstützung auch in den Vereinen, in den Sportvereinen, in den sozialen Trägerschaften. Und das ist eine Sache, da hast du wirklich den Bauverein grundlegend quasi ein gutes Fundament gesetzt. Das ist ein guten Händler, das ist auch wichtig, dass nämlich die Geschäftsführer tätig sind. Viele Geschäftsführer sind da, nach mir kommt die Sintflut. Und für dich war immer der Fortbestand des Bauvereins, die Kontinuität, die soziale Verantwortung und quasi auch die Quartiersentwicklung. Wo wir heute viel darüber sprechen, du warst der Zeit weit, weit voraus. Und deshalb, lieber Bernd, bin ich froh, dich heute zu sehen. Bin froh, dich an meiner Seite als Berater, aber auch als Mensch. Wir haben oft auch sehr persönliche, bestimmte Jobs sind nicht so ganz einfach. Ich habe da großen Wert darauf, dass es eine sehr vertrauensvolle, konstruktive, menschliche Zusammenarbeit war. Zum Wohle von Liverpool. Deshalb meinen herzlichen Dank dafür. Ja.
Natürlich gibt es auch wieder die Urkunde dazu für seinen erfolgreichen Einsatz für Leverkusen und die damit verbundene Verbesserung des Ansehens unserer Stadt wird hiermit Herrn Bernd Fass, der Leverkusener Löwe 2020, verliehen. Herzlichen Dank. Ja, dann kriegt ihr jetzt jeden Wort. Herr Oberbürgermeister, liebe Unser, zunächst mal ganz herzlichen Dank für die Inauguration und auch danke für die langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit. Und du hast recht, wir haben manche Stunden zusammengesessen und vertrauensvoll abgeläuft, viele E-Mails bekommen. Dafür nochmal ganz, ganz herzlichen Dank und deine Unterstützung. Das finde ich auch nicht möglich. Ich bin Ihnen und dem Vorstand des Vereins hier für Leverkusen möchte ich mich für die Ehrung bedanken, die Sie mir mit der Verleihung des Leverkusener Löwen 2020 bereitet haben. Und als Vorstand, ich komme nochmal darauf zurück, der Gemeinde zum Bauverein Opladen EG bin ich seit 30 Jahren in dieser Stadt und hatte viele Möglichkeiten, Entwicklungen anzustoßen, zu begleiten und umzusetzen. Wir haben auf der Basis der Zusammenarbeit mit den Entscheidern in dieser Stadt und auch im Land und mit den Organen unserer Genossenschaft, das dürfen wir nicht vergessen, die uns ja auch immer unterstützt haben, vieles auf den Weg bringen können und wir haben das Gesicht von Opladen ein wenig verändert, wie ich finde. Wenn ich heute nach meiner Dienstzeit dann durchfahre, wird mir erstmal bewusst, im Tagesablauf merkt man das gar nicht so, was da so alles passiert ist. Und, Richard, du hast recht. Es war mir immer besonders wichtig, die Genossenschaftsidee in den Vordergrund meiner Arbeit zu stellen, das Recht auf angemessenen, bezahlbaren Wohnraum für alle zu unterstützen und umzusetzen auch und das soziale Miteinander auf den verschiedenen Ebenen zu fördern. Ich sehe es gerade in der Diskussion, wenn ich das sagen darf, über Enteignungen, weil Wohnungsunternehmen zu groß werden, die Menschen sich nicht mehr wiederfinden. In dieser Situation haben meines Erachtens die Genossenschaften ihren Platz nach wie vor und mehr denn je. Und wir sollten vielleicht in Leverkusen schauen, dass wir die Arbeit der Genossenschaft weiter so betreiben können, wie das jetzt der Fall ist. Und ich denke, mit meinen beiden Nachfolgern im Amt wird das auch möglich sein. Das zeigt sich ja jetzt. Sie nehmen genau das auf, was wir schon seit Jahren auch immer propagiert haben. Meine Arbeit in Leverkusen hat mir sehr viel Freude gemacht und dafür nun die Anerkennung mit den Leverkusener Löwen zu erfahren, bewegt mich besonders. Und dafür möchte ich mich ganz herzlich erwähnen, meinem Verein für Leverkusen und Schleppisch die Kreine bedanken, dass sie mich mit diesem Löwen 2020 bedacht haben. Hügelhofen, wo sind Sie? Ja, genau, der ist hier. Für die großzügige Spende der VR-Bank bei Schlepper Leverkusen mein ganz herzlichen Dank. Ich habe mich entschlossen, die 5.000 Euro dem Kinderschutzbund Leverkusen weiterzuleiten. Thank you.
Anwesende, als ich hörte, wen die Jury zum Preisträger des Leverkusener Löwen 2021 erkoren hat, habe ich mich sehr gefreut. Wie sicher viele Leverkusenerinnen und Leverkusener mit mir. Darunter dürften nicht nur Katholiken gewesen sein, dass Sie, lieber Herr Teller, sozusagen schon von Amts wegen kennen und schätzen. Nein, über Sie als Preisträger haben sich viele gefreut, weil Sie mit Ihnen eine Persönlichkeit geehrt wird, die sich in dieser Stadt große Verdienste weit über konfessionelle Bindung hinaus erworben hat. Lieber Hans-Peter, auch hier zwei wunderbare Menschen, das klingt jetzt blöd, weil ich dich duze, aber wir kennen uns in der Hotel auch jetzt schon einige Zeit und auch da bin ich noch froh, mit dir Eis essen gehen zu dürfen. Unter meinen guten Seelen, sehr stark auch zum Glauben wieder gefunden haben und deshalb bedeuten mir die Gespräche sehr viel bis 20 Jahre aus Seelsorge. Ich habe eben meine Frau gefragt, 1990 warst du in Monheim, meine Schwiegermutter war sehr im Kirchenvorstand, meine Frau war damals noch sehr jung und irgendwie bist du in bleibender Erinnerung mit Peter Bayer geblieben. Das ist der Pastor aus meiner Gemeinde. Und deshalb, wie gesagt, ist das ein Teil, das irgendwo ganz seltsam war, aber wir sind wir hier dann auch zusammengekommen, als Stadtdechant und wie das umgekommen ist. In einer Zeit, anstatt sich Herrn Teller kennengelernt, zu einer Zeit vor 5 Jahren, wo Deutschland nur über die Diskussion war, wie viele Flüchtlinge das wird. Wo bauen wir letztendlich gesehen Flüchtlingseinrichtungen? Wie verhalten wir uns in Europa? Wie verhalten wir uns in Deutschland? Wir haben dort eine klare Position als Leverkusen bezogen, dass wir gesagt haben, ja, wir nehmen die Flüchtlinge auf. Aber die Stimmung war eben sehr unterschiedlich in Deutschland. Und deshalb haben wir entschieden, mit dem Rat der Religion, den du jetzt auch gerade vorstehst, nämlich in Kirchen zusammen genau den Dialog mit den Menschen zu führen, um nämlich das soziale Miteinander zu quasi erklären. Das war ein guter Moment, gerade auch, dass ich das mit den unterschiedlichen Religionsgemeinschaften dann auch vollziehen konnte. Wir hatten eine große, große Toleranz, das macht auch die Stadt aus, dass die Kirche und die Glaubensgemeinschaften dahinter stehen. Ich bin immer total froh, wenn ich, das ist der andere Hans-Peter Teller, der Stadtbischof Teller, bin ich auch ein rheinischer Pfarrer. Ich habe ihn sonst auch im Dom gesehen. Das ist ein sehr hohes Amt hier auch, bei der Beerdigung von Kardinal Meißner, eine ganz andere Position. Aber das Bodenständige ist, das machst du auch mit deinen rheinischen Predigen bei den Altstadtfunken. Ich glaube, du bist dann der Walhaus Peter, du weißt das ja. Kann ich nur empfehlen, Theologen, Heinz-Erik und Hans-Peter Teller sind auf einer Ebene und deshalb ist da eigentlich das, um Vertrauen zu lernen. Vertrauen zu lernen, wo wir Situationen haben, wo viele Menschen verzweifelt sind. Hans-Peter Teller mit all den Pastoren zusammen schafft es nämlich, auch Trost zu geben, den Glauben auch zu leben. Das ist wichtig. Also bei aller Lustigkeit, die Bodenständigkeit eines Seelsorgers. Ich stand mit dir zusammen auf der Bühne nach der schweren Explosion im Neuland-Park. Und das auch wieder. Hans-Peter Teller zeigt Charakter mit der Kirche zusammen. Situationen, wo Gesellschaft zusammenhalten ist, mit dem Rat der Religion. Ich kann es immer nur wiederholen. Das ist im Prinzip ein großes Prädikat. Und das ist auch quasi genau das, worum es so wichtig ist, dass Hans-Peter Teller heute auch den Preis bekommt. Kirche ist eben mehr als nur Kirchenbau, Glocke und Weihrauch. Kirche wird gelebt durch Personen, Kirche wird aber auch gelebt durch quasi hohe Wirklichkeiten. Es ist ja nicht nur die Kirche, sondern Kindergärten, Krankenhäuser und da. Es ist so, dass er sich immer wieder einbringt, da eine große Diskussion auch wie kriegen wir die Krankenhäuser zusammen und das hat Hans-Peter Teller mit angestoßen. Nämlich zu erkennen, dass wir hier auch eine starke Kompetenz in Leverkusen erzielen müssen. Am Sonntag gehen wir zusammen, auch wieder ökumenisch, am Reuchenberg. Das ist auch eine Veranstaltung, die Hans-Peter Teller mitträgt, nämlich wir gedenken der anonymen Bestattung. Eine sehr würdevolle Veranstaltung in der kleinen Kapelle im Reuchenberg. Und das alles zeichnet nämlich die Stadt Leverkusen auf. Wir Leverkusen ein starkes Stück ein. Nicht nur das Bauen, sondern auch das Zusammenleben,
Das auch geprägt im katholischen Glauben. Aber weltoffen, das habe ich eben gesagt, nicht nur Katholiken, sondern letztendlich gesehen die ganze Stadtbürgerschaft. Auch das hast du mir wieder gesagt, wir haben die Synagoge 1938 zerstört worden, in Aufgaben. Mutige Bürger haben einen Zeigestab, um die Tora mit Liest, nämlich im Romigus vorbeigebracht. Und Peter Teller hat gesagt, wenn dann die jüdische Gemeinde sich auf den Weg macht, eine Synagoge zu bauen, dann ist dieser Zeigefinger der Tora das erste Zeichen eines Hauses, was wieder gebaut wird. Und wir hatten vor 14 Tagen das höchste Fest der jüdischen Gemeinde. Und Remigius hat den Zeigefinger überreicht an die jüdische Gemeinde. Ein starkes Zeichen der Glaubensgemeinschaft, ein starkes Zeichen auch von Hans-Peter Teller ganz persönlich. Und das trägt immer wieder Stadtgesellschaft. Ja, so Bürgermeister, die Politik ist immer nur so stark, wie auch der Zusammenhalt ist. Das bekommen wir nicht alleine hin. Wir haben mittlerweile 110 verschiedene Nationalitäten in Leverkusen wohnen, mit ganz unterschiedlichen Regionen. Und das ist immer wieder durch Hans-Peter Teller das Zeichen des Zusammenhalts. Dafür danke ich dir sehr. Aber ich freue mich eben auch, das habe ich eben schon gesagt, auf diese Lustenmomente. Du bist einfach immer wieder ein Pastor, der einen zum Schmunzeln bringt. Der schwierige Situation mit dem Schmunzeln hinwegnimmt. Man soll es ja nicht zu ernst nehmen, wir sind ja alle vereint. Und das, letztendlich gesehen, zeigst du der Stadt immer wieder. Und das ist das große Prädikat. Und wünschen wir natürlich in der katholischen Kirche noch eine riesen Karriere, wir werden ja demnächst auch kostenfrei. Rheinische Kardinal, ich würde dann quasi immer zu dir natürlich auch zur Beichte kommen, ist das selbstverständlich. Deshalb mein herzlichen Dank, Hans-Peter, für dein erstes Mal für deine 20 Jahre, die du hier eigentlich eingebracht hast, für die fantastische Leistung, für deine menschliche Seele, für deine Wärme, für die Hoffnung und natürlich auch für die vielen Spaß und die schönen Momente, die wir alle hier zusammen genießen können. Deshalb mein herzlichen Dank, Herr Behn, nochmal, dass wir den Preis für Hans-Peter Teller dann auch so prämiert haben. Nochmal mein herzlichen Dank auch an den Sponsor dieser Veranstaltung. Es ist ja wichtig, auch dass wir das hinterlegen. Nochmal alles Gute für dich und dein Mögen. Wo stellst du denn eigentlich jetzt hin? Die Kirche kommt hin. Den musst du erstmal weinen. Also die Leiter musst du erstmal weinen. Und dann ist es gut. Beim nächsten Einsatz nehmen wir den Mittelschirm auf dich. Deshalb herzlichen Dank. Hans-Peter Teller, der Meister jetzt mal. Ich war sehr überrascht über die Preisverleihung.
Vergabe hatte überhaupt nicht damit gerechnet. Und ich möchte den Preis stellvertretend für viele andere annehmen, die in der Kirche und darüber hinaus im sozialen Bereich tätig sind, die auch ehrenamtlich in unseren Gemeinden und Vereinen arbeiten. Man ist immer nur so gut, wie die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind. Das ist leicht vergessen. Man steht dann zwar als der Chef da, aber ohne wie viele Menschen da sind, kannst du Chef sein, solange du willst. Da möchte ich mich stellvertretend für viele annehmen und mich bedanken für alle Sympathie, alle Freundschaft, alles Entgegenkommen, alle menschliche Wärme, die mir in Leverkusen seit 22 Jahren schon zuteil wird. Und ich möchte mich auch bedanken bei meiner Mutter, die heute extra gekommen ist, bei meiner Schwester, meiner Schwägerin, denn man kriegt ja aus der Familie auch was mit, was man dann weitergeben kann. Liebe Freunde sind gekommen, die sitzen da hinten, liebe Gesichter aus den Pfarreien und ja, bei euch allen möchte ich einfach Dankeschön sagen. Das mit dem Humor ist in der Kirche oft Selbstschutz. Denn ohne Humor kannst du in der Kirche nicht überleben. Das muss man sagen. Das ist in so Zeiten wie heute ganz offensichtlich. Und man muss ja auch die Freude daran sich bewahren, bei all dem Ärger, den es da gibt. Und da bin ich immer froh, dass das am Ende dabei rauskommt. Das ist ja ein Geschenk. Das kann man gar nicht selber machen, sondern wird einem geschenkt. Und so bin ich seit 22 Jahren froh, hier in Opladen und in Leverkusen zu sein. Ich strebe keinerlei weitere Ämter an. Schon gar nicht in Köln. Das beste Mittel ist, man benimmt sich da so, dass man für diese Posten gar nicht in Frage kommt. Bis jetzt war ich da erfolgreich. Nein, ich bin wirklich gerne hier. Ich muss ehrlich sagen, wisst ihr, wenn man so Pastor ist, dann tut es gut, menschliche Wärme und Gemeinschaft zu erfahren. Sonst erleidet man Schiffbruch. Also keiner von uns ist dazu gemacht, einsam oder alleine zu sein. Und so als Pfarrer mit dem Schwiegervater, hat man eben schon gesagt, das ist schwierig, ist das ein ganz besonders wichtiges Anliegen. Da bin ich sehr dankbar für alle Freundschaft, alle Liebe, alle Sympathie, die mir entgegengebracht werden und von der ich hoffe, dass auch ich sie vielen entgegenbringen kann und darf und das auch gerne weiterhin so tun möchte. Meine Kollegen unter den Stadt- und Kreisdechanten, die fangen immer an zu stöhnen, weil ich eigentlich immer sage, in Leverkusen ist alles gut. Wisst ihr, es gibt ja auch so eine Tendenz, auch im Klerus, hauptamtlich zu stöhnen. Was alles nicht funktioniert und was alles schlimm ist und was da wieder ist. Und es wäre doch besser, wenn so. Stimmt natürlich alles, aber ich habe im Grunde keinen Grund, mich zu beklagen, sondern es ist schön in den Hosen und so soll das auch bleiben. Dann fangen die schon, wir wissen, bei dir ist alles gut. So, das, man muss sich fast entschuldigen. Manchmal habe ich den Eindruck, wenn man sagt, also so große Probleme haben wir nicht. Das klingt irgendwie unnormal, als müsste man immer große Probleme wälzen, die natürlich da sind, aber die sind dazu da, dass wir sie gemeinsam bewältigen. Ich möchte noch einmal Dankeschön sagen für das großzügige Geld, das da kommt. Ich würde es gerne einsetzen, ganz konkret für die vielen Menschen, die im letzten Sommer zu Schaden gekommen sind. Für die Fluthilfe hier in Opladen, in Schlebusch und in vielen anderen Teilen unserer Stadt. Das kommt dann vielen zugute, denn damit, dass die Straßen wieder aufgeräumt sind, ist ja längst noch nicht alles in Ordnung. Sondern wenn man in die Häuser kommt, wenn man in die Gesichter schaut, dann merkt man, dass da ganz viel Angst vor der Zukunft, Leid da ist. Wir haben seit einigen Wochen vor der Kirche in Opladen so eine offene Sprechstunde. Also steht ein Biertisch mit Kaffee, muss man ja immer sein. Und dann kann jeder kommen, der da ist und da erzählen schon die Leute von dem, was sie erlebt haben und auch von der Angst um die Zukunft. Und da würde ich gerne das Geld dafür einsetzen. Wir planen auch mit der Pfarrei in Schlebusch so eine Weihnachtsaktion für die Kinder. Denn auch Weihnachten wird ja nicht alles sein wie im letzten Jahr. Und ich hoffe und denke, dass das Geld da gut eingesetzt ist und vielen Kindern und Jugendlichen zugutekommt, unabhängig von dem, was man glaubt.
Es reicht, wenn man Mensch ist. Alles andere ist ja erstmal nebensächlich. Und wir versuchen dann eben auf die Tour zu helfen, sodass ich mich ganz herzlich noch einmal bedanke und euch, wie ich das als Pastor immer tue, Gottes Leben zu wünschen. Also lasst euch nie unterkriegen. Ich bin überzeugt, es gibt jemanden, der uns trägt und hält und am Ende wird alles gut. Das bin ich zutiefst überzeugt. Und darum vielen herzlichen Dank euch allen. Damit seid ihr den anderen voraus. Ja, ein Katalog über das Wirken von dem Mann, von Kurt Ahrens mit seinen Kunstwerken für euch beide als Preisträger heute noch, als i-Tüpfelchen. Und alles wird gut. Was die Veranstaltung betrifft, kann ich sagen, weiß ich, weil ich freue mich, dass Sie jetzt hier waren. Ich weiß, dass wir Canapés vorbereitet haben. Ich weiß, dass wir jetzt kalte Getränke kriegen. Und insofern bedanke ich mich, dass Sie alle hier waren, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich wünsche Ihnen auch, wenn du sagst, Gottes Segen, sage ich, ich wünsche Ihnen viel Gesundheit. Und dass wir, so wie ich das versucht habe, eben schon mal zu sagen, das als Auftakt nehmen für ein Stück weit Normalität wieder in unser aller Leben. Vielen Dank und jetzt nette Gespräche.